Hallo und herzlich willkommen zurück zu Fallout 4, wo alle total bescheuert sind und keiner hat irgendwie Lust mit dem anderen zu spielen und das ist doof. So, mein Name ist Taladir. Schönen guten Tag. Wollt ihr den Spaß und so weiter gucken? Sturgis, remember that holotape with all the Institute data? I need it back. Oh yeah? Why? What have you got cooking? I'm working on something with the Brotherhood of Steel. They want to look at the data I got from the Institute. The Brotherhood, huh? I sure hope you know what you're doing. Here you go. I've already made myself a copy. Gut, haben wir das auch erledigt. Sehr schön. So, versuchen wir mal irgendwie Idioten alle kaputt zu machen. Ich würde sagen, wir schauen mal hier, Story of the Century. Wo ist Piper? Piper ist hier irgendwo. Dann gehen wir da mal hin und machen mal ein Interview mit Piper, weil... toll und so und schauen wir einfach mal, ne? Ja, keine Ahnung. Wir sind alle bescheuert. Es ist toll, wenn man sich irgendwie abseits von dem Spiel schon überlegt, wie könnte man es irgendwie schaffen, dass hier doch alles irgendwie noch ein bisschen gut wird und irgendwie zu keinem wirklichen Ergebnis kommt und ja, keine Ahnung. Tach. Dann ist was. Gibt genug Essen. Like this. A warm spot with a cold beer would be heaven. Hey, Piper. Head my way? Sure, let's go. Will do. So, ja, ja, ich weiß, dass ich zu viel dabei habe. Wie viel ist zu viel? Ui. Das ist eine ganze Menge zu viel. Ja. Nö. Egal. Hey. Shoot. Piper. Ready for that interview, Blue? Yes. All right, Piper. I'm in. Good. Let's get down to business. So, I know you're from a vault. How would you describe your time on the inside? My family and I were frozen. I didn't spend much time in the vault. Wait. They boxed you up in a fridge? The whole time? Are you saying you were alive before the war? Yes. I'm over 200 years old. Oh my god. The man out of time. So, you've seen the Commonwealth, Diamond City. How does it compare to your old life? Ja, keine Ahnung. Also eigentlich, it sucks. vielleicht, ja... That's surprisingly inspired, Blue. We're definitely quoting that. For the last part of our interview, I'd like to do something different. I want you to make a statement to Diamond City directly. The threat of kidnapping is all but ignored in the Commonwealth. Everyone wants to pretend it just doesn't happen. What would you say to someone out there who's lost a loved one but might be too scared or too numb to the world to look for them? You want to give up. Don't. You have to have hope that you'll see them again. Or at least that you'll know the truth. A strong note to end on, Blue. Thanks. That's everything. It's gonna take some time to put this all together, but I think your story is gonna give Diamond City plenty to talk about. Anyway, we should probably get going. Thanks again. Jo, so haben wir das auch gemacht. Wir bewegen uns vorwärts wie eine kaputte Schnecke. Ach, da ist Strong. Strong getting hungry. Want someone to eat. Someone? World is bigger than Strong knew. Brr, ja, haben wir noch irgendwas hier? Aha. Das ist ja schon mal schön, dass wir hier ein bisschen was... raushauen konnten. Irgendwie müsste ich mich demnächst auch mal mit dem Gedanken anfreunden, ob ich nicht irgendwann mal ein bisschen öfter mit Companions unterwegs bin.
Daddy-o. Dirty Water. Mente. Coca-Cola Quantum. Nö, die sind zu klein. Kriegen wir das noch raus? Nee, ich bezweifle es. Ich müsste da wirklich, glaube ich, eine Waffe rausnehmen. Und das Einzige, was da irgendwie groß ist, ist halt der Raketenwerfer mit 49. Weil ansonsten kann ich ja wieder nichts schleppen. Der ist eigentlich auch ziemlich kacke. Ja, tschüss. So, Mühletüf, Küktüt, Küm, Irrwück. Und schön haben wir wieder ein bisschen Plütz. Artillery, Smoke Grenade, ja, ja. So, Nuka Grenade, Plasma Grenade, Pulse Grenade. Das Ding haben wir, die dicke Knifte brauchen wir. Das Ding ist 7. Ja. Ja, ist ja gut aus. Na gut. Was weak leader. Strong glad to be rid of him. Okay, Gratz. So many humans, not many super mutants. Sometimes strong not. So, was habt ihr hier für Probleme? Hey, easy living. This ain't. Gucken wir mal. Strong hope we find milk of human kindness soon. Okay. Ihr habt hier so viel zu fressen, warum? Da, geh du dahin. Ist das hier alles repariert? Ich weiß es nicht. Scavenging Station. Hast du irgendeine Aufgabe? Weiß ich nicht. Du, ja, ihr geht dahin. Ist doch egal. Doch alle egal. So, wir haben jetzt. Carry so much. Strong only need hammer. Chrisley, mein Hammer, Freund. Someday, super mutants kill everything. Das bezweifle ich doch sehr stark. So, dann haben wir das gemacht. Dann. Ja, jetzt müssen wir zweimal zur Dingsbums zurück. Ne, wir können auch gleich auf die Pridwin, oder? Boston Airport. Protector Ingrim. Okay, schauen wir erstmal hier. Small dependable, reasonably powerful and widely available. The 10 mm pistol has been a staple of Wasteland Combat since the bombs fell first. First fell. Stimmt aber nicht. Ich kann mich noch daran erinnern, dass die 10mm Pistole in Fallout 3 und New Vegas nicht gerade so verbreitet war. Und hier kriegst du die ja schon recht am Anfang. Naja, schauen wir mal, was das hier so alles wird. Auch mit dem Interview, ob das irgendwelche Auswirkungen hat. Wäre ja mal ganz schön, dass irgendwelche Leute ankommen. Angry scowls, lousy haircuts. All the touches I've come to expect from the Brotherhood. Tja, kannst du mal sehen. With your reconnoiter of the Institute complete, we finally have first-hand knowledge about their facility. Naja, bla bla bla. So, dürfen müssen wir. Ach, da. Boink, 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 boink. Proctor, I came across a holotape with a full scan of the Institute's network. Thanks. You know, it's good to see you're still in one piece. I wasn't sure what the Interceptor would do to you. I wasn't worried. After all, I built the device myself. I have confidence in everything I built, too. But that's because I'll only deal with technology that I understand. Speaking of technology I don't understand, I'll get this holotape to Proctor Quinlan. I'm dying to find out what's on it. Hopefully it'll reveal a weakness in their defenses. That would be the best case scenario. Before we jump to conclusions, let's see what Quinlan's scribes can get off of it. I'm sure the Institute has all of their data heavily encrypted, so it's gonna take some time to crack. After that, we'll have to see what we've got. There's no telling what we might have grabbed off their mainframe. In the meantime, your mission to recruit Dr. Lee still needs to be completed. I believe Elder Maxson gave you all of the details. Good luck, Knight. So, haben wir erledigt. Und das nächste ist das Ding hoch auf die Pridwin.
So. Ich habe mir jetzt auch überlegt, dass ich die nächsten Punkte jetzt alle erstmal in Charisma schmeiße, bis ich das Ding voll habe. Rup, 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 rup. Ich bin ein Gewitter. Rup, rup, rup. You haven't lived until you've tipped a Brahmin with a vertebra. Now that's a challenge. Boah, wie fies. Bist so eine arme, mutierte Doppelkopfkuh und dann kommt da so ein Typ mit so einem riesigen Flieger an und schmeißt dich um. Oh Mann. I received word that Dr. Lee is returning to us. How cooperative do you think she'll be? I've convinced her that the Institute is the enemy, not the Brotherhood. Well done, Knight. As soon as Dr. Lee arrives, we'll interrogate her aboard the Pridwin. What? She's been under the Institute's influence for the last decade, and we can't afford to take any chances. Now, on to other matters. Thanks to the success of your reconnaissance efforts, it's time to advance our operations to the next phase. I want you to report to Proctor Ingram at the airport. She has a special project that requires your immediate attention. Once again, Knight, you don't fail to impress. Dismissed. Ja, wenn du so von mir beeindruckt bist, wie wär's denn, wenn du mich einfach mal hier zum Oberchef machst, hm? So, da haben wir das Level. Charisma 7, oder? 2, 4, 6, 7. Ja. Schön, toll. So, speak to Proctor Ingram. Dann gehen wir wieder runter, weil wir sonst auch nichts. So. Klicki, klacki. Weil wir sonst auch nichts zu tun haben, als hier hin und her und hin und her, aber es gibt halt ein paar EP. Nein. Ja? Du willst was jetzt von mir? Hast du da in deiner Auffangschale was zu essen drin? Ist ja praktisch. Heard you gave those muties at Fort Strong something to think about. Ja. Yep. So, da wir nicht runterfliegen wollen, da das so lange dauert, nehmen wir den schnellen Weg. Haben ja heute noch einiges vor, beziehungsweise in der Aufnahmesession hier. Denn ich habe heute endlich mal Zeit, yay! Und wo ich das Gefühl habe, dass gleich wieder irgendwas an der Tür ist. Kirin Kark, dürfen wir Sie hier unserem Gott und so, haben Sie da ein bisschen so... If Dom and Ugly had a child, it'd be a super mutant. Haha, du bist ja lustig. Passt. Yes. Einfach mal so tun, als würde man arbeiten. Ich gehöre zur Brotherhood. Das ist bestimmt so irgendwie die Idiote des Camps. So, ihr hast einen Schraubenschlüssel. Mach mal irgendwas. So, I bet you're eager to get your hands dirty on our new project. How much has Maxon told you about it? Why all the secrecy? We're pouring every resource we have into this thing. We can't risk tipping off the Institute. For now, the fewer people that know about it, the better. Come on, it's this way. Unless you're blind as a bat, I'm sure you've noticed that we've been building a gantry on the tarmac. Maxon and Kells have been looking for something that'll tip the balance when we go toe-to-toe with the Institute. Now, the Pridwin might be a big beast, but she's not built for fighting. That's where our new project comes in. Aha. So, Piper ist jetzt auch gerade weggerannt. Our strength and our numbers. The Commonwealth is as good as ours. This storage bay full of parts is what's left... Liberty Prime. The Brotherhood used it in the Capital Wasteland as a weapon against the Enclave. It's the most advanced robot the Brotherhood has ever had at its disposal. Fortunately, Liberty Prime was destroyed in the line of duty. I've spent the better part of the last few years piecing him back together. And if you think that was easy, try rebuilding a Protectron while you're blindfolded. In order to get Liberty Prime fully operational, we're going to need your help. My help? I don't know a thing about robot repair. Why don't we leave the repairing to my scribes? You're going to be doing the legwork. Now, the good news is that we've got most of Prime's parts fully assembled.
The bad news is that it's gonna take more than a few rivets and some spot welding to get them working again. And the first problem is his CPU. It's fragile, and every time we try to feed power to it, it blows itself out. There's gotta be a way to solve that. I do all the maintenance on the Pridwin, so you'd think it'd be a snap. As much as I hate to admit it, Prime's power systems are out of my league. Luckily, you were able to convince Dr. Madison Lee to return to the Brotherhood. She was on the original build team for Liberty Prime a little over a decade ago. Oh. I've already spoken to her, but she's reluctant to work on Prime for some reason. If you could get her down here to lend a hand with his power system, we can get the big guy moving. Mhm. Guck mal, gibt's hier Munition? Warte, Caps. Tür ist zu. Ja, warum habe ich gewusst, dass die schon wieder an Liberty Prime rumbasteln? Ich habe es geahnt. What's on your mind, Soldier? Nicht. Aber komischer Buzz Lightyear. Die Frage ist, ich brauche dafür höchstwahrscheinlich noch ein bisschen Charisma, höheres jedenfalls, und dann würde ich sagen, werden wir jetzt einfach mal die Dinge. Naja, machen wir einfach mal das. So, irgendwo muss es ja sein. Das ist hier oben. Crater House. Okay. So, das ist nämlich eine von den komischen immer wieder Wiederhol-Quests von der Brotherhood of Steel. Und wir schauen einfach mal, dass wir hier irgendwie schnell noch ein bisschen EP ranbekommen. Denn ich würde das Charisma gerne auf 8 bekommen, sodass wir halt jetzt wirklich dann uns komplett auf die Brotherhood konzentrieren können. Und ja, ihr könnt mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr auch dann in den anderen Playthrough sehen wollt. Mit einer anderen. Ups. Wo ist er denn? Oder durch? Holy fuck! Wow, was stimmt denn mit euch nicht? Die kleine Knifte und nicht die hier. Ach, da bist du. So, du bist jetzt auch endlich tot und irgendwo ist da noch ein Machine Gun Turret, was ich aber gerade nicht sehe. Egal. Schön, wenn du hier ankommst und auf einmal guten Tag, wir sind Idioten, die dich einfach mal ein bisschen angreifen wollen. Nee. War jetzt nicht gut. Na egal, kriegen wir schon hin. So, das Gute daran ist, dass die Armor hier sehr Dingsbums ist. Ja, und mit Dingsbums meine ich. Wie komme ich denn da jetzt drauf? Ach der. Mit Dingsbums meine ich. Na! Oh. Vater, mach Licht. Radioaktiv geschützt, Dingsbums. Ja, ja. So. Da müssen wir lang. So, boink, boink, boink.
Ja. Sehr schön. Ui. Ich finde es aber sehr interessant, dass die hier absolut nicht auf die Radioaktivität irgendwie anspringen. Das scheint die gar nicht zu interessieren. So, erstmal hier kurz weg. Schauen wir mal kurz. Ja, das sieht noch gut aus. HP 411 von 451. Elf Strength. Nett. Das ist nett. So, wie geht's dir, Piper? Alles okay? Ja, sehr schön. Ihr geht's gut. So, dann los. Dahin. Ah, Entdeckung erschießt auf uns. Hilfe! Dann geben wir das komische Ding jetzt ab, holen uns noch ein paar Erfahrungspunkte. Und mal schauen, ob wir für die Alte dann noch eine Quest machen. Oder für den anderen Typen. Denn wir haben ja jetzt hier Gekröse. Die Alte, die will halt irgendwelche Artefakte wieder haben, mit der ich gleich quatsche. Und der andere Typ, der da drin rumhängt, der ist, geh dahin und töte irgendwas. Und geh dahin und töte irgendwas ist irgendwie doch schneller als geh dahin und hol irgendwas. These were here. Wait, are those Brotherhood markings? Ja. Tach. Cambridge Police Station. Oh yeah. Schön, dass ihr da übereinander steht. You returned safely from the Institute, brother. Scribe Halen. How's that search going? Were you able to find the artifact? Yo. Here it is. And still in good shape, too. Here's your payment. Nothing like a successful mission. The Commonwealth won't be running out of tech anytime soon. Let me know if you're anxious to get back out there. Can't do it right now. Understood. You know where to find me when you're ready. Joining our cause was the wisest decision of your life, brother. Meinst du? Naja, das ist ja dann deine Entscheidung. So, der Typ hier. Hope you're ready to purge another target. Can't let those abominations keep thinking they own the place. I'm ready. Good. Here's the latest target area. I don't want to see your face. Clear out Boston Mayoral Shelter. Haben wir das jetzt an? Ne. Jetzt haben wir es an. Und Boston Mayoral Shelter ist das da. Denn. So, einfach mal ein bisschen töten und vernichten und zerstören und so weiter und so fort. Ach man. Time to waste when there's work to be done. Und dann guck dir nicht die Wand an, sondern mach irgendwas. Komischer Kragenbecher-Typ. Oh, Lucas Major for a general good fortune. And effects recharge the rate of critical hits. Aye. So, boink, 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 boink. Stimmt, hier war ich schon mal drin. Das ist interessant. Da habe ich auch durch Zufall den Schlüssel gefunden, aber ich weiß nicht mehr wo. War auch irgendwo in Osten. Wer hätte das gedacht? Hm. Und da war denn das Ding so drin, ne? Jo. Ladedingsbums. Okay, das ging schneller als gedacht. Das ging wirklich viel schneller als gedacht. I am no longer the
detecting an enemy presence. Burp. Weil du ein dummer Idiot bist. Alone. Boost. Und hier mal ein bisschen durch, vielleicht gibt es hier was Interessantes. War hier zwar schon drin. Ne. Ja, und dann haben wir das auch erledigt. Das ist doch schön. Warum auch nicht? Fantastisch, dass das hier so schnell geht. Ein Jet. Ein Jet. Ah, hier bist du hingeflogen. Du warst ja der Synth-Leader. Nehmen wir einfach mal mit, die Pistole. Wird sie schon irgendwie verkaufen. Da ist noch ein Stealth Boy. Sehr schön. Hat dir nicht so viel geholfen, armer Freund. Dass du dich stealthen kannst. Naja. Selber schuld. So, das haben wir, das haben wir, das haben wir. Und dann gehen wir mal raus. Kratzen uns mal am Ohr. Und dann schnell zurück. Wollte ich auch eigentlich ganz gerne wieder runter in diesen Glowing Sea wollen würde. Denn ich habe auf Imgur, wie auch immer man diese Seite ausspricht, mal so ein bisschen rumgeklickt auf diesen Popular Posts Dingsbums. Und da ich halt ein Bild gesehen, wo halt ein Typ irgendwie so die lustigsten und interessantesten Orte irgendwie eingetragen hat. Und da unten waren halt irgendwie noch zwei, drei so Sachen, die ich halt irgendwie gerne erkundet hätte. Aber wenn ich gerade so auf die Uhr schaue, würde ich sagen, machen wir das in der nächsten Episode. Ja, machen wir auf jeden Fall. Help, Defense, Starlight in. Ja, ja, denn ist mir doch egal. Also ganz ehrlich, vor den Dingern sind so viele Geschütztürme und die kriegen es einfach nicht hin, da irgendwas zu machen. Die haben Missile Turrets, die haben Heavy Laser Turrets, Heavy Machine Gun Turrets, die haben Spotlights. Nö. Nö. That location better be cleared out. Wie wär's, wenn du einfach mal die Schnauze hältst? Affirmative. That's what I like to hear. Here's your payment. Recon's always coming in. Whenever you're ready for another op. Aha. Aha. I'm not ready. Right. I better not catch you screwing around when there's work. Alter, bloß die Schnauze. Das sind so eine Menschen, die mir tierisch auf den Keks gehen. Und zwar ganz dolle und ganz gepflegt. Selber nichts hinkriegen. Aber andere meinen. War hier irgendwas? Hallo? Ah, klang so. Es klang so. Everything's still attached? Wow. There's a whole bunch of you, aren't there? For now, poor little bastards. Get the show down. Hey, da habe ich aber ein paar gerade gemietet. Ah! Come on! Where did you go? You may help your own there, Blue. Watch your digits, Blue! Barrel! Ah, okay. Das hätte besser funktionieren können. Aber auch nur, weil ich halt die komische... ja, es ist eine Ausrede, ich weiß. Duct Tape. So, schauen wir uns hier nochmal um. Wie gesagt, vielleicht gibt es ja hier noch ein bisschen was, dass wir die Folge noch ein kleines bisschen strecken. Da steht was. Willst du das? Normal. Ich wollte schon sagen, der ist nicht tot.
Flop. Ja, komm, zeig dich. Watch your digits, Blue. Barrel. Ja, auch nicht. So, gib mir meine AP wieder. Immer noch einen Schuss. Ja. Klonk. Hier dümpelt auch irgendwie. Power Armor Fusion Core Slow. Ah, okay. Dann nehmen wir den raus, nehmen einen 99er rein. Damit haben wir jetzt auch die 30-Minuten-Marke wieder überschritten. Sehr schön. Ja, nicht sehr viel passiert in dieser Episode, aber ich hoffe, ihr wart noch. Also, ich freue mich auf die nächste Episode, wenn wir hier noch ein bisschen rumtüdeln und irgendwas machen, und ich denke, das dürfte ganz interessant werden. Und ja, wie immer, vielen herzlichen Dank fürs Zusehen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann könnt ihr ja einen Daumen nach oben da lassen, da würde ich mich sehr, sehr drüber freuen. Wie immer wünsche ich euch einen wunderschönen Tag und alles Gute. Mein Name ist Taladir und bis zum nächsten Mal. Tschüssi!